nothing. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Jo, meine Freunde, wir sind wieder bei einem neuen Video. Heute haben wir ein WW2 Gameplay im Hintergrund. Ja, das ist von der Beta noch und ich weiß gar nicht, was ich da für einen Score hatte. Einfach ein Gameplay, damit irgendwas läuft. Auf jeden Fall WW2, ihr wisst Bescheid. Hype ist easy da. Ja, heute haben wir ein dezentes Faktenvideo über meine Person direkt. Und ja, ich denke, das ist ziemlich privat und ein Spaß. Das ist ganz offensichtlich eigentlich für Leute, die mich kennen, so sag ich mal. Aber für die Leute auf YouTube nochmal ein neues Video, sag ich mal. Ich habe damals schon vor einem halben Jahr, glaube ich, ein Video gemacht über meine Fakten oder was auch immer. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt es auch gerne abchecken. Meine COD-Geschichte oder irgendwie sowas, glaube ich, war das. Oder wer bin ich, irgendwie sowas war das, genau. Auf jeden Fall, ja, fangen wir mal mit Fakt Nummer 1 an. Ich bin ein Berliner, ja, ich weiß nicht, ob man es, also man hört es wahrscheinlich überhaupt gar nicht, ich weiß nicht, also viele Leute, die aus Berlin kommen, vielleicht noch ein bisschen, aber ich habe das eigentlich gar nicht mehr so drauf auf meinem Slang. ja, ich habe 9 Jahre in Berlin gelebt, ich bin da aufgewachsen, seit Kind auf und ja, dann sind wir immer in den Norden des Deutschen Reiches quasi gezogen, ja, im Grüße gehen raus. und ja, das war's mit Fakt Nummer 1. Jetzt kommt der Nummer 2. Ich bin 19 Jahre alt. Das ist jetzt nichts wirklich speziell oder so. Das ist einfach so ein genereller Fakt, würde ich mal sagen. Ja, ich bin 19 Jahre alt. Das war's auch schon. Nummer 3. Ich spiele COD seit mittlerweile wirklich 8 Jahren. Das ist schon eine dezente Zeit. Also man kann mich schon quasi Veteran nennen. Mir fehlt zwar kein Bein, aber ich bin trotzdem ein Veteran. Keiner Freestyle an dieser Stelle, nicht Spaß. So, ja, das war's mit Fakt Nummer 3. Mein Lieblings-COD ist MW3 und damit kommen wir auch schon zum Fakt Nummer 4. MW3 war eine kranke Zeit damals, ja. Ihr müsst vorstellen, MW3 war ja 2011 so und das war eigentlich echt heftig. Also ich habe 2009 mit COD angefangen, habe eigentlich bis Mitte 2010 echt gar nicht wirklich krass, war ich überhaupt nicht. Also wer war schon krass nach einem Jahr oder so, also damals zumindest, da gab es keine YouTuber, keine Competitive-Spieler, also die man so verfolgt hat, wo das irgendwie in Deutschland so, da gab es das, in Deutschland war es kein Begriff, sag ich mal, wisst ihr, wie ich meine. Auf jeden Fall, ja, ich bin da halt ein absoluter Noob gewesen. Das war aber auch mein erstes Spiel, was ich wirklich gegrindet habe. Das geht nicht mehr. Ich habe dafür Schule geschwänzt, worauf ich überhaupt nicht stolz bin. Ich habe so viel gesuchtet einfach. Das ist wirklich nicht mehr real. Ich hatte irgendwie auch Prestige 20 damals gehabt. Das war ja das höchste, glaube ich. 20 war das, glaube ich, ja. Und das war mein erstes 2D, was ich wirklich durchgezogen habe. Ich hatte am Ende 0,7er KD oder sowas oder 0,8er irgendwie sowas mit 20, Prestige 20. Dann habe ich mich immer zurückgesetzt und war dann, also mittlerweile mit Prestige 20 war ich dann natürlich wieder ein krasser Spieler, sag ich mal. Also jetzt ohne abgehoben zu klingen, aber ihr wisst, ich meine, man steigert sich ja auch als Noob so, ne? Und ja, das war so meine MW3-Zeit. Dann, ja, ging es halt los so, ne? Dann, ich liebe Deutschland über alles, ja, Fakt Nummer 6, glaube ich, ne? Ja, 6 müsste das gewesen sein. Oder 5. Ich weiß wahrscheinlich, die guckt das Video, ja. Auf jeden Fall Nummer 5 oder 6. Ich liebe Deutschrap, ja. Also ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, aber in meinen Streams und so weiter, ich weiß nicht, ob man das. Also viele Leute, die live dabei sind, natürlich, die wissen natürlich, weiß nicht, wenn ich was manchmal was anmache, aber im Endeffekt das Video wird es dann nicht hochgeladen, weil das halt der Copyright ist und so weiter. Aber ich höre sehr gerne Deutschrap, wie viele, denke ich mal, auch da draußen. Ja, wer meine Favorite Rapper sind, darüber kann ich gerne mal ein Video machen, wenn es euch interessiert. An sich, ja, Deutschrap halt, ne? Bay. So, ich war eine lange Zeit lang Sniper. Ja, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen erschreckend für euch. Ein Sniper, was kann man sich darunter vorstellen? Ich war damals mit meinem zweiten COD nach COD4. MW2 Sniper, ich wurde dazu genötigt, also damals war es noch so, da hat man so als Lowrank geboostet und so Kram, da gab es keine Boost-Lobby, keine Hacker-Lobby so ein Kram, da war das Spiel ja noch neu, es war so 2010, fast Ende 2010, da war ich halt voll im Game, sag ich mal, da wurde ich halt auch ziemlich krass mittlerweile, ich kann euch ja mal ein Video verlinken von meinen OCE von damals. OCE bedeutet quasi für die Leute, die es nicht wissen, One Clip Edit. Das heißt quasi ein Clip. Den habe ich noch von 2012. Das ist halt ein Beispiel, sage ich mal, von mir. Ja, halt ein Trickshot. für die damalige Zeit war das halt High Standard, sag ich mal, dieser Clip so. Da war halt noch mit Setup und so weiter. Also viele Leute, die Sniper verstehen, grüße ich noch den Resern, die würden das heutzutage gar nicht mehr usen, das wäre ein NS-Clip so. Aber damals war es halt krass. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall weiter geht's. Ich habe drei Jahre lang Competitive gespielt. Für Leute, die nicht wissen, was Competitive ist, ja, 4 gegen 4 meistens, All-Mode. All-Mode bedeutet halt alle Modi, also Respawn und so weiter. Heißt Hardpoint, Capture the Flag oder jetzt Uplink in den neueren COD.
Coyotes und S&D. Jetzt sind WW2 wahrscheinlich nur Capture the Flag und S&D und Hardpoint. Wahrscheinlich, wie ich es jetzt sehe. Ja, das ist aber auch egal. Also Competitive, wenn ihr nicht wisst, was es ist, guckt euch mal ein Gameplay von Optic zum Beispiel an oder so. Dann, das ist ziemlich einleuchtend, sag ich mal, was das bedeutet und wie es sich anfühlt. Und was auch immer, Leute, ja, könnt ihr euch drei einen drauf wählen oder so. Grüße gehen raus an Flo. weiter geht's. Meine ersten richtigen Spiele, die ich auf einer Konsole hatte, also auf einer richtigen Konsole, sag ich mal, waren FIFA 7 und King Kong. Das war noch auf der alten Konsole, also auf der alten Xbox. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr wisst Bescheid, das war noch vor der 360, also was soll ich darüber sagen? Xbox halt, ne? King Kong und FIFA 7, also sehr alt. Das war 2009 oder 8 oder keine Ahnung was, 7 oder so. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall nicht relevant. Ja, und letzter und bester Fakt, ich liebe Serien. Und das war's auch schon. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.